Ja, und herzlich willkommen zu Random Monday. Ja, das war mal eine Anmoderation vom Feinsten. Ich lese so Folge 29, Folge 30. Und ich will in das Loch. Mary sagt, da ist keine Seife drin. Ich muss was... Ich will Mary schlagen. Nee, damit kann ich ihm keins überziehen. Das bringt ihn ja um. Das wäre... Das bei... Nee. Tut mir leid, mein Freund. Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Yo. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Ich auch nicht. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Und so wie es... Da ist ein Loch im Loch. Und ich würde sagen... Ich fütter das Viech, das da drin... Also wirklich. Da muss... Hallo? Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Hallo? Ruhe, Gefangener. Hör auf zu schreien. Mary? Halt die Klappe. Was soll der Aufstand? Ich ahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in ihrer Stimme, Mary. Meine Sympathie für dich hat sich in dem Moment verflüchtigt, als du mir die Flasche über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Mary. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. Natürlich nicht. Das Loch wird dich schon zur Vernunft bringen. Wie bitte? Nach einer Weile da drin lernt man benehmen. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Mary, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Naja. Das Loch. Das Loch. Soll mir das Angst machen, dass Sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keinen Ärger machen sollen. Okay, okay. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann, ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Mary, ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier im Loch. Sagen Sie nicht immer Loch oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen. Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ihnen, Murray. Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Da, nun, ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt, war so nah dran. Tut mir leid, ich muss aber jetzt schnell aus dem Bildschirm rausklicken, darum... Yo, da bin ich wieder. Ich muss halt nur was einstellen, und zwar die 29. Folge auf den 15.08.2015 um 6 Uhr. Denn ihr müsst wissen, jedes Video von mir
Oder jeden Tag kommt um 6 Uhr in der Früh ein Video von mir raus. Oder vielleicht auch zwei, je nachdem, was ich halt da hochlade an dem Tag und wie viel und bla und was sonst was. Zudem habe ich noch Random Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, habe ich auch gemacht. Das kommt auch am 15. hoch. Aber bis dahin wird die Folge schon, also das, was ich hier aufnehme, ist bis dahin noch lange nicht draußen. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen, aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze. Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Vielleicht kommst du morgen raus oder Donnerstag. Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Murray, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin, bis ich entscheide, dass es reicht. Verdammt, Murray, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfalten kann, drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Heulen Sie? Natürlich nicht! Oh Mann, arme Murray. Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nur mal die Regeln. Na gut, Murray. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Danke. Ich hab ihn schon fast. Tut mir leid, ich hab jemanden auf der... Na klar. Murray. Im Ernst, ich brauche die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht, das Loch ist sauber. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Nee, ich muss... Ich bin noch nicht im die Wand mit Fäusten bearbeiten Stadium. Aber das kommt sicher noch. Die Wand hier ist nicht so dreckig wie die... Die Wand ist ganz... Ah, es... Das stecke ich nicht. Es gibt... Die Wand ist ganz schön... Ah, Donny wird bloß... Hey, da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Jetzt ist die Wand zwar etwas sauber, aber ich... Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Murray! Hey, Murray! Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Du meinst, eine Art Geheimbotschaft? Ja, so in der Art. Von einem Virgil Hills unterschrieben. Hey! Hat den nicht Steve McQueen in The Great Escape gespielt? Oh, das. Ja, wir hatten mal einen Gefangenen, der total auf den Film abgefahren ist. Er machte immer absichtlich irgendwelchen Ärger, damit wir ihn hier einsperren. Und dann hat er stundenlang mit diesem blöden Ball gespielt. Was für ein Irrer. Und was ist aus dem geworden? Nun, Sleazy hat ihm wohl ein Motorrad besorgt. Also, er ist ausgebrochen, genau wie im Film? Ja. Und genau wie im Film hat er das Motorrad in einen Stacheldrahtzaun gesetzt.
Aber im Gegensatz zu Steve McQueen hatte er keinen Stuntman. Er ist dabei draufgegangen. Tolle Geschichte. Hätte auch gern einen Ball. Würde alles viel erträglicher machen. Er hat den Ball dagelassen. Willst du ihn haben? Echt? Das würden sie für mich tun? Wenn du dann eine Weile Ruhe gibst. Hier, bitte. Scheißball! Du bist nicht Wilson und du wirst es auch niemals sein. Das gibt... An Wänden scheint ja am Knast... Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Da könnten ja irgendwelche Stark... Ich lass es liegen. Ach komm. Da muss... Da ist ein Loch im Loch. Okay. Der Ball macht Risse in die Wand. Ich bin immer noch nicht der Oh Mann. Da muss nicht. Ich weiß. Oh Mann. Wie oft will er das jetzt noch machen? Super, jetzt habe ich die Wand zerbröselt. Eine ziemlich große. Die kriege ich mit. Hufeisen. So, haut. Ja! Hey, sieh mal einer an. Obwohl meinen Zellengenossen gedünstet. Ist nur ein Eimer mit Wasser drin. Da war eine Ratte in dem... Da war die Ratte drin. Da muss nicht... Mary... Im Ernst... Insasse, ich sehe das Problem... Ich glaube nicht. Das ist heiß. Echt jetzt? Also machen wir nicht mit dem Ball weit? Ja, okay. Jetzt sehe ich ein Rohr. Da muss ich nicht mit dem Ball weit. Du willst mich verarschen. Ich denke. Das stimmt. Deine Freunde werden dich immer in Ehren halten, aber... ...48 Stunden später. Verdammt! Hier drin riecht's nach Gammelfleisch. Und ich bin's nicht, das schwöre ich. Hey, Mary! Kommen Sie mal her! Ich weiß, dass Sie noch da sind! Was gibt's, Gefangener? Hier stinkt's! Das ist unmenschlich! Kommen Sie! Sie müssen was unternehmen! Na, ich finde, es riecht gar nicht so schlimm. Aber hier hast du etwas Seife. Reib sie dir, du weißt schon wohin. Ah, das reicht nicht! Ich muss hier raus, Murray! Abgelehnt. Der Geruch ist etwas unangenehm, das gebe ich zu. Aber das hier ist kein Wellnessurlaub, mein Freund. Da wirst du wohl mit klarkommen müssen. Verdammte Sch... Nein, mit dem Stink... Ah, ist ja ekliger als eklig. Da war die Ratte... Da war eine Ratte in... Okay, jetzt muss ich Murray nur noch dazu kriegen. Ein Stück Seife, 4 Becher Dünger, 3/4 Löffel
Teelöffel rosa, wie smooth. Phosphor, 1,5 Frittierfett. Das be- Ja, scheiße. Darf. Ist schon auf. Schätze. Darf. Jetzt sei doch mal nicht so. Da muss. Das funkt. Es gibt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es gibt. Es gibt. Es gibt. Ah, jetzt ist sie voll mit Ü. Ups, da habe ich nochmal aus dem Bild rausgeklickt. Das ist ein wenig problematisch, aber naja. Das macht. Vielleicht kann er aber das sauber machen. Cool. Oh, jetzt riecht der Schwamm nach toter Ratte. Wart's nur ab, Mary. Wart's nur ab. Mary, kommen Sie her. Das müssen Sie sich anschauen. Was so? Oh mein Gott! Was ist denn hier passiert? Mann, was zum Geier stinkt denn hier so? Ich hab's ja gesagt, das ist absolut unmenschlich. Ich kotze hier alles voll, wenn Sie mich nicht sofort rauslassen. Na gut, na gut. Ich wusste ja nicht. Hey, raus hier, du blöde Katze! Murray, ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Okay, okay, ich hab's ja verstanden. Ich glaube, du hast deine Lektion gelernt. Holen wir dich da mal raus. Endlich. Okay, hör zu, Gefangener. Wir stecken dich für den Moment mal nicht da rein. Aber das ändert nichts. Deine Grundhaltung gefällt mir nicht. Und deswegen wirst du hier nicht einfach so rumspazieren. Was soll das heißen, Murray? Problemfälle wie du müssen hier was beisteuern. Bruno ist hier Küchenchef, Box kümmert sich um die Wäscherei und du wirst der neue Gärtner. Ah, super. Gab's nicht noch einen langweiligeren Job? Ich will lieber ein Wächter mit einer Knarre auf dem Wachturm sein. Du tust, was man dir sagt, Junge. Na gut. Und was zum Geier soll ich machen? Nun, erstmal müssen wir rausfinden, ob...